Ja, liebe Leute, seid mir ganz recht herzlich willkommen und gegrüßt hier zur Bekanntgabe. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Deutschland hat gewählt, sprich, ihr habt gewählt und ihr habt gewählt den letzten Kandidaten, der das Big Brother Haus verlassen soll. Jetzt geht's zum Endspiel und wir gucken uns das jetzt mal im Einzelnen an. Ich switch hier mal direkt auf das schöne Ergebnis über. Da sehen wir, der gute Dr. Emmett Brown hat 2 Stimmen auf sich gezogen mit 16,67%. Die gute Penelope Mauskewitz hat 6 Stimmen auf sich gezogen und damit ganz genau 50% erreicht. Der gute Johnny Singer hat 4 Stimmen auf sich gezogen und damit 33,33% erreicht. 12 Stimmen sind abgegeben worden und damit haben wir einen Gewinner bzw. eine Gewinnerin. Die gute Penelope Mauskewitz wird das Haus verlassen. Penelope Mauskewitz wird das Haus verlassen und ich sage nochmal, ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Erstellen. Ich glaube, Van True ist es gewesen, die gute Penelope erstellt hat. Und nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt sind es nur noch 2 Sims und ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich jetzt hier wieder rausknipse. So, wuppdiwappdi, seht ihr mich wieder? Guten Tag auch. Und ihr habt gewählt und ihr habt 2 Männer ins Endspiel geschickt, ne? Den guten Emmett Brown und den guten Johnny Singer. Wird jetzt richtig spannend, denn jetzt, meine lieben Leute, geht's um die Wurst, jetzt geht's ums Finale. 12 Leute haben teilgenommen an der Abstimmung. Liebe Leute, ich würde mich echt total freuen, jetzt wo es wirklich zum Ende geht, dass da nochmal richtig Gas gegeben wird und dass dann nochmal schön viele Leute beim nächsten Voting, dass dann wirklich das entscheidende Voting ist, über den kompletten Staffelsieg, dass ihr da zahlreich dran teilnehmt, das würde mich total freuen. Gut, ja, dann gehen wir jetzt in der kommenden Woche wirklich dem Ende entgegen. Das heißt, es wird noch 6 Folgen geben und dann ist die Big Brother Staffel 2 durch, zu Ende. Finito und so weiter und so fort. Ja, ich habe schon einige Vorschläge bekommen von euch, was ihr euch nochmal wünscht für die letzten 2 Folgen. Ich habe mir auch überlegt, beziehungsweise die letzten 2 Aufnahmesessions, ich habe mir auch überlegt, wenn das Ganze zu Ende ist, ne, wir haben jetzt die 6 Folgen, sprich mal Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jetzt nochmal 2 Wochen. Danach ist die finale Voting-Folge, dann wird also der Gewinner quasi gewählt. Und danach, das werde ich abwarten, dann werde ich nochmal ein Abschlussvideo machen. Sprich, dann werden wir die beiden letzten übrig gebliebenen Protagonisten nehmen und verfrachten, und zwar genau dahin, wo alle anderen bis jetzt auch sind. Will sagen, wir gehen dann nochmal in das Haus, wo ursprünglich alles angefangen hat, was wir nie bewohnt haben, ne, wo wir nur den Ausgangspunkt hatten. Aber da gehen wir nochmal hin, dann machen wir nochmal eine Abschieds-, nicht direkt eine Party, aber eine Abschlussveranstaltung. Das heißt, da werden wir nochmal das ganze Revue passieren lassen, nochmal ein paar Anmerkungen und so weiter und so fort. Und das wird es auf jeden Fall geben. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das schaffe, aber es wird auf jeden Fall eine abschließende Folge zu dieser Staffel geben. Gut, liebe Leute, dann sage ich jetzt nochmal vielen, vielen Dank hier fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank an die alle, die gewotet haben. Nochmal vielen Dank fürs Erstellen von Penelope Mauskewitz. Und die Katze wird übrigens da bleiben, ne, für den guten George, dass der da halt mit noch ein bisschen interagieren kann, ne, dass der nicht total vereinsamt. Das ist ja in den letzten paar Folgen öfter mal passiert, dass der dann doch sehr einsam war. Und das werden wir mal gucken. Gut, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ich werde jetzt auf den Gewinner bzw. auf die Gewinnerin überblenden und das Endspiel wird dann von 2 Männern bestritten. Ist ja heute auch, wenn Endspiel, heute ist ja der 25. Samstag und heute ist ja auch Bayern gegen Dortmund. Ne? Und mal gucken, was da so rumkommt. Und unser Endspiel heißt Emmett Brown gegen Johnny Singer und wir werden mal sehen, was da passiert. Gut, dann blende ich jetzt auf den Gewinner über und sage, and the winner is, liebe Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, haltet euch wacker und in diesem Sinne ab in die Rinne. Ciao, ciao. Euer Spielkind 45.